Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video in Capture One Pro 10. Heute zeige ich euch, wie man aus einem Farbbild ein Schwarz-Weiß-Bild entwickelt. Gleich geht's los! Okay, ich wechsle da jetzt wieder meine Arbeitsumgebung. Ich habe mir hier eine gespeichert für Schwarz-Weiß-Bilder und ich brauche da nur einige wenige Tools, um das Schwarz-Weiß-Bild nach meinen Vorstellungen zu entwickeln. Das allererste, was ich jetzt hier mache, ist das ICC-Profil auf mehr Kontrast einzustellen und dann haben wir das Schwarz-Weiß-Werkzeug, das können wir uns ganz normal hinzufügen, wenn es nicht dabei ist, und wir haben schon mal keine Farben mehr zu sehen. Und jetzt kann ich einmal die Farbanteile im Bild etwas verschieben und dazu verringere ich mal den Rotanteil, dass der etwas dunkler wird. Dasselbe mache ich jetzt hier auch mit Gelb. Dann kann ich noch schauen, okay, wo habe ich noch was im Bild, was ich verändern könnte. Bei Grün und Zieren tut sich einmal nichts und bei Blau habe ich nur im Hintergrund einen kleinen Fleck, den kann ich getrost ignorieren, und Magenta tut sich auch nichts. Okay, dann stelle ich mir mit der Luma Curve meine Kontraste ein. So. Und hebe hier noch ein bisschen den Schwarzwert an, damit es ein bisschen einen ausgebleichten Look bekommt. Passe meine Tonwerte an, so wie ich es haben möchte. Und ganz wichtig, das HDR-Tool habe ich jetzt hier auch noch dabei. Und dann hole ich mit im Hintergrund auch noch Details hinzu. Okay. Und dann haben wir noch das Belichtungstool. Dann kann ich jetzt hier auch trotzdem mit der Sättigung mich etwas spielen, damit kann ich noch ein bisschen den Schatten ein bisschen abdunkeln, ein bisschen aufhellen, je nachdem in welche Richtung ich das bewege. Und grundsätzlich wäre es einmal fertig. Dann gibt es noch so kleine Feinheiten, die ich noch machen könnte, und das wäre zum Beispiel der Weißabgleich. Und da zeige ich euch einfach, was da passiert, wenn ich da den Regler verschiebe. Beziehungsweise in die andere Richtung. Wird es ein bisschen heller. Und dasselbe kann ich auch hier machen. Schwarz-Weiß-Bilder sollten also meiner Meinung nach ein bisschen noch eine Körnung drin haben, und das Werkzeug in Capture One Pro heißt eben Filmkorn, und da kann ich mir aussuchen, wie die Körnung eben aussehen soll. Bei feinen Kornen sieht man nicht besonders viel. Am liebsten verwende ich eigentlich Silberreich, weil das eigentlich so ein relativ feine Körnung ist. Das sieht man hier auch gleich bei dieser Mauer hier, wie sich das Ganze auswirkt. Und da kann ich jetzt hier justieren, wie ich das haben möchte. Als Vergleich zeige ich euch jetzt hier nochmal, wie das mit weichem Korn aussieht. Kubisches Korn. Zum Beispiel raues Korn. Das ist mir dann persönlich aber auch schon zu viel. Also ich verwende meistens hier Silberreich. Das ist ein ziemlich feines Korn und sieht edel aus, meiner Meinung nach. So, als Vergleich zeige ich euch hier nochmal ein Vorher-Nachher.
Da wähle ich jetzt hier dieses Bild aus, blende mir meine Werkzeuge und so weiter aus. Also links das Farbbild, was meiner Meinung nach auch schon ziemlich geil aussieht, und die Schwarz-Weiß-Variante, die das ganze Bild noch ein bisschen mehr hebt, meiner Meinung nach. Deswegen habe ich das Ganze in Schwarz-Weiß belassen und ihr findet das fertige Ergebnis auch auf meiner Facebook-Seite. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch. Wenn ihr das Video geil fandet, abonniert den Kanal, schreibt in den Kommentaren die nächsten Themen, die ihr euch wünscht, und wir sehen uns beim nächsten Video wieder, wenn es wieder weitergeht mit Capture One Pro 10. Also dann, Leute, ciao!